Ja, was denn los, Leute? Hier ist wieder der Benny und der Hauben von Die Buddies Zocken. Und heute gibt es eine neue Folge Top 5. Wir haben heute für euch die Top 5 TNT-Kanonen-Kills. Sind wieder richtig geile Sachen von euch eingesendet worden. Fettes Danke auf jeden Fall dafür. Aber ihr wisst Bescheid. Bevor wir damit loslegen, erklärt Haubner, was wir im nächsten Top 5 von euch so sehen wollen. Genau, und zwar wollen wir Fallen von euch sehen. Das heißt, ihr könnt euch da wirklich selber was überlegen oder auch zum Beispiel eine Falle von uns bauen, jetzt mit einer Tür, wie wir es letztens gerade hatten, oder mit dem Dispenser und der Fire Charge, die Leute von der Brücke runtergeboxt hat. Also, da ist wirklich jedem freien Lauf gesetzt. Könnt euch komplett eigene Fallen einfallen lassen und irgendwas Verrücktes einschicken. Ihr müsst natürlich im Clip danach Buddy einfach in den Chat schreiben, dann passt das schon und dann könnt ihr das Ganze mit dem ersten Link in der Videobeschreibung einsenden und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem ersten Clip, der beim Top 5 dabei ist. Genau, da starten wir gleich mal mit einem freshen Double Kill. Wir müssen dazu sagen, wir haben heute keine Reihenfolge, weil alle Clips richtig krass waren und die beiden zünden hier eine TNT-Kanone, werfen das TNT rüber und da vorne wollten zwei was ähnliches machen oder wollten sich vielleicht mit TNT in die Mitte boosten und werden auf einmal von dem ganzen TNT einfach in der Luft zerrissen. Beide sterben. Richtig gut gemacht auf jeden Fall. Und ja, netter Double Kill mit der TNT-Kanone. War natürlich belastend für die Gegner, dass die auch was mit TNT da vorne geplant hatten. Mhm. Kann man sich gönnen auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Clip. Und da wir gerade einer Team von zwei Leuten geklatscht, einer Team, alles klar. Und auf der anderen Insel gegenüber hat einer eine TNT-Kanone gebaut und klatscht die runter. Und die TNTs haben so perfekt gesessen einfach. Ich glaube, der hatte das wirklich auf dem Block genau ausgemessen. Die sind perfekt auf der Brücke gelandet und haben beide einfach gekillt. Respekt an dich, schön gebaute TNT-Kanone. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum dritten Clip. Genau, auch wieder ein Double Kill, Leute. Ich weiß nicht, was so los war bei euch. Auf jeden Fall ist hier ein Team ein bisschen eingeklemmt. Von vorne und von hinten sind Gegner und ja, die sneaken hier mitten am Weg. Das TNT fliegt einfach perfekt zu den zwei Gegnern dorthin und beide droppen runter ins Nichts und sterben. Also wirklich perfekt geschossenes TNT. Perfektion ist wirklich hier das Stichwort gewesen. Hat wirklich perfekt gesessen. Zum 100. Mal perfekt. Und ich würde sagen, Hauptner startet jetzt perfekt mit dem vierten Kill. Da haben wir auch wieder ein Double Kill. Beinahe ein Triple Kill. Nur wird der eine Kollege auf der Brücke leider von dem Gegner davor noch gekillt. Aber wir können sie als inoffiziellen Triple Kill also wirklich sehen. Und auch wieder anerkennen, genau. Gut, dass unser Deutsch heute so perfekt ist. Auf jeden Fall hat das TNT auch wieder gesessen. Sie fliegen alle drei runter. Was will man mehr? Schöne Kills auf jeden Fall. Leider wurden ihm die Kills nicht angerechnet. Aber naja, was soll's. So ist es halt mit TNT-Kanonen. Da kann man nichts dagegen sagen. Sind immer nice Kills. Aber ja, ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns den allerletzten Clip. Genau, beim allerletzten Clip ist wieder Perfektion das Stichwort, Leute. Er nimmt ihm nämlich genau ein TNT und macht wieder ein Double Kill. Da fighten sich zwei in der Mitte auf einem kleinen Weg. Und ja, der Kollege schießt einfach das eine TNT perfekt dorthin und killt beide Leute damit. Richtig gut gemacht. Und ja, waren heute auf jeden Fall 5 fett krass geile Clips. Guckt euch auf jeden Fall auch bei den ganzen Leuten vorbei, die was eingesendet haben. Sind alle natürlich verlinkt und ja, Hauben, hast du noch was? Ne, ich würde sagen, ihr wisst Bescheid, beim nächsten Mal fallen. Das heißt, lasst euch was einfallen, schickt es ein. Wir hoffen natürlich, da kommt irgendwas Geiles, was wir nicht erwartet haben. Und ja, wir hoffen, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, dann spritzt mal den Like-Button ab und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.